In Kufstein-Endach polarisiert ein Bauprojekt zwischen dem Krankenhaus und dem Endacher Hof, der sogenannte Gretterbau. Der Grund ist das Bauprojekt, was im Gemeinderat am 12.12. letzten Jahres mit Mehrheit beschlossen worden ist. Die Problematik dieses Baus widerspiegelt eigentlich das, was wir im Jahr 2006 und 2008 schon diskutiert haben mit einem anderen Investor. Und wenn man die letzten Wochen und Monate vergleicht mit Eigentümern, die auch ein Grundstück verwerten wollen, die Behandlung jener und dieses gegenüber diesem Grundstück ist einfach nicht korrekt. Wir haben da heraus eine Baudichte im Jahr 2006 und 2008 im Bauausschuss fixiert mit einer Baumassendichte von 2. Dieses Projekt da heraus hat eine Baumassendichte bis zu 6,5. Und das ist für dieses sensible Gebiet da heraus, wo wir sprechen ja von einem Wohngebiet, wir stehen ja da auf einem Wohngebiet, einfach nicht akzeptabel. Ich meine, jeder Grund, der vom Freiland im Bauland umgewidmet wird, bringt sehr viel Geld. Jede Baumassendichtensteigerung, das heißt 1, 2, 3, 4 Stockwerke mehr, bringen sehr viel Geld. Und wenn wir jetzt anfangen, als Gemeinderäte, diesen Versuchungen nachzugeben oder diesen Interventionen nachzugeben, oder? Dann sehe ich, haben wir einen ganz schweren Stand mit den anderen Bewerbern, ja, hier ein klares und gutes Konzept auszuarbeiten. Wir haben 3 Anläufe genommen für eine Bebauung unserer Grundstücke. Wir sind mit allem untergegangen. Und wir haben das letzte Projekt, das war 2010, was wir gebracht haben. Ein kleines Projekt mit E+2. Wir haben eine Baumassendichte von 2 und wir haben das nicht durchgebracht. Wir haben das Projekt teilen müssen. Damit hat sich das Projekt nicht mehr gerechnet. Das ist mir niemand mehr eingestiegen. Wir haben keine Chance gehabt. Jetzt haben Sie Einspruch erhoben alle miteinander, oder? Ja, wir haben einen gemeinsamen Einspruch erhoben. Was erhofft sich vom Einspruch? Ja, wir erhoffen uns vom Einspruch, dass also unsere Politiker sich da auch noch mal ein bisschen umdenken und vielleicht einmal schauen, dass das vielleicht vernünftig gebaut wird. Also es hat ja keiner was gegen das Bauen, weil Wohnraum wird gebraucht, das ist ganz klar. Aber es sollte natürlich auch Wohnraum gebaut werden, der also für die Leute also vernünftig ist. Und da wo also nicht so eine Baumassendichte muss ich nicht haben. 54 unterzeichnete Stellungnahmen gegen dieses Projekt sind bereits bei der Stadt Kufstein eingelangt. Ja, die Einsprüche, die von den Anrainern und von der Bevölkerung da heraus gemacht worden sind, diese Stellungnahmen gegen dieses Projekt, wird behandelt. Das muss in den Bauausschuss kommen. Der Bauausschuss muss darüber beraten, beziehungsweise würde ich anraten, Fachleute heranzuziehen, Raumordnung, Planung und so weiter. Muss dann in den Stadtrat und anschließend in den Gemeinderat. Also der Gemeinderat ist wieder die letzte Instanz, die darüber entscheidet, ob dieses Projekt dann trotz Einsprüchen so bleibt oder nicht. Wir bleiben bei diesem Thema auf alle Fälle am Ball.